Das neue Pet Simulator 99 Update ist draußen und es ist gigantisch. Ich werde euch alles zeigen, was es in dem Update gibt und jetzt starten wir einfach mal rein. Wir haben Rebirth 3, neue Areas, neue Haustiere und ich habe einen Rank-Up direkt bekommen. Direkt mit Pinata, Partybox, Lucky Block. So, aber jetzt. Neue Haustiere, neue Eier, neue Boss-Chest, neue Currency, neue Ranks, neue Upgrades, neue Shiny Relics, neue Achievements, neue Free Rewards, neue Clan-Battle und... Roblox hat sich neu gestartet. Dankeschön, Roblox. Aber das wissen wir ja alle schon, weil wir uns die Update-Logs angeschaut haben. Wir schauen jetzt erstmal, wie es dann wirklich ist. So, oh, da ist Felix gerade... Hat Felix gerade gerebirthed? Ja, er macht gerade den Super Saiyajin. Er hat auf jeden Fall gerade gerebirthed. Das werde ich auf jeden Fall nicht machen, weil bevor ich rebirthe, möchte ich mir natürlich die neuen Pets holen, damit ich es ein bisschen schneller durch die neue Welt durchschaffe. Mal gucken. Mal gucken, wie es aussieht. Wir gehen jetzt hier hin, kaufen uns für eine enorm hohe Summe die neue Area frei. Ihr seht, der Preis wurde angepasst, damit ich halt resettet werde, damit wir halt nicht skippen, ist klar. So, die nächste Area kann ich mir aber auch schon holen, deswegen hole ich mir auch die nächste Area direkt. Ich hole mir auch hier ein paar Coins, wenn da schon so ein Coin-Boost drauf ist, gönne ich mir das auch mal. So, und dann sehen wir hier der Pet-Index. Und den Pet-Index, den schalten wir, also die Pet-Index-Belohnungen schalten wir mit Rebirth 3 frei. So wie viele andere Sachen, die wir mit Rebirth 3 freischalten. Hier hat auch schon jemand eine Coins Flag hingepackt. Und ich brauche nicht nur eine Coins Flag. Ich würde sagen, wir hauen hier sogar nochmal schnell ein kleines TNTchen raus. Ich mache mal so, damit ich die Sachen schneller finde. Hier so ein TNT. Bap. Ja, das ist gut. Dann noch ein TNT hier. Bap. Noch ein TNT hier. Und jetzt haben wir genug für die nächste Area. Gehen wir rüber. Hier ist die Magic Machine. Die interessiert mich. Okay, meine Pets fahren jetzt hier erstmal. Und in der Magic Machine, da kann man dann diese Charts und diesen Magic Pool reinpacken. Und je mehr man reinpackt, desto höhere Belohnungen kann man hier rausbekommen. Also entweder Charmstones, Huge Potions, die die Chance auf Active Huge Pets erhöhen. Oder dieses Buch. Was bringt es wohl? Nee, das hier war, glaube ich, so ein Magic Orb Buch, welches dann random die Magic Orbs in der Nähe spawnen lässt, welche halt für dich abbauen. Mal gucken, wie stark das ist. Auf jeden Fall braucht man auf jeden Fall eine Menge von diesen Charts und so, um mir was zu bekommen. Noch haben wir nichts. Ich hau jetzt einfach mal eine schöne TNT-Crate raus, weil ich will schon ein bisschen weiterkommen. Werde dann gleich ein paar Pets hatchen aus dem besten Ei, das ich mir dann leisten kann. Und damit werde ich weiterfarmen. Das hat nicht gereicht. Doch, das hat gereicht. Ich dachte schon. So, was haben wir hier? Luck brauchen wir auf jeden Fall. So, und da geht's auch schon runter. Hier wird die neue Dickside sein, oder? Noch nicht. Okay, wir gönnen uns erstmal Free Diamonds. 5000 ist in Ordnung. Meine Pets sollen auf jeden Fall mitkommen. Ich hau mir einmal, damit das Farming schneller geht, erstens diese blöden Huge Hunter Bücher raus. Die brauche ich nicht mehr. Stattdessen auf jeden Fall ein Stärkebuch, ein Coins Buch, ein Diamonds Buch. Wo haben wir Treasure Hunter Buch? Habe ich schon drin, ne? Exotic Pet. Komm, ich hau Exotic Pet rein und noch ein Stärkebuch, damit meine Pets ein bisschen schneller hier farmen können. Dann hauen wir uns einfach mal so einen Münzentrank rein, einen Strength Trank rein und dann natürlich noch einmal eine TNT Crate. Weil wir wollen hier ein bisschen schneller durch. Zumindest bis zur neuen Dickside will ich kommen. Aber es dauert schon echt lange. Wir kommen trotzdem noch durch. Sehr gut. Okay. Autofahren machen wir aus. Gehen in die nächste Area. Und da ist die Advanced Dickside. Die schauen wir uns jetzt auch erstmal an. Direkt rein in die Advanced Dickside. Gut. Advanced Dickside. Hier können wir uns runterbuddeln. Und your shovel isn't strong enough to dig that. Okay, man braucht dann wirklich eine Shovel für diesen Bereich. Hier kann man sich so einen leeren Eimer holen. Okay. Leider Shovels kaufen. Dann 250.000. Ich muss die normale Dickside durchspielen, damit ich in der Advanced Dickside dicken kann. Ich meine, es ergibt Sinn, aber... Mann! Jetzt muss ich mich wirklich nochmal durch die normale Dickside durchquälen. Hätte ich das mal gemacht. Victor hat das damals gemacht. Der wird sich freuen. Der wird es nicht mal merken. Ich habe es jetzt gemerkt, dass ich es nicht gemacht habe. Toll. So, ich versuche jetzt nicht mehr die nächste Area freizuspielen, sondern ich versuche nur noch ein paar Coins zu bekommen. Und ihr seht, das geht jetzt schon richtig langsam voran. Ich habe eine TNT-Crate gespawnt und ich kriege nichts abgebaut. Ich muss eine zweite TNT-Crate spawnen, damit ich ein bisschen was bekomme. Und für die Coins, die ich jetzt farme, werde ich mir dann natürlich die neuen Eggs gönnen, dann die neuen Pets rausgönnen und dann hole ich mir den dritten Rebirth. Unfassbar, wie schlecht meine Pets sind. Was dann aber auch bedeutet, dass die Pets, die ich aus dem nächsten Eggs hole, umso viel stärker sein werden. Also gehen wir jetzt rüber, blub, zum Spawn. Wir haben leider noch keine Loadouts für den Chance. Die kriegen wir erst mit dem nächsten Rebirth. Deswegen hauen wir uns jetzt hier ein paar Lucky Eggs-Dinger rein. Auch noch ein Shiny-Buch. So, und mit diesen Büchern gönnen wir uns jetzt aus diesem Egg hier ein paar neue Pets. So, wir holen uns erstmal den ersten Satz, Pets. Da war sogar ein Shiny Reaper dabei. Wie stark sind die? Die sind direkt in meinem Team drin. Okay, okay, die sind stark. Okay, die sind stark. Okay, die sind stark. Das lohnt sich echt. Gut.
Wir hatchen erstmal. Oh, ich hab Auto-Hatch nicht an. Wir hatchen erstmal durch, bauen uns ein Team aus diesen Pets auf. Die sehen auch geil aus, muss ich ehrlich sagen. Die gefallen mir. Und ich würde sagen, diese Pets reichen dann auch. Mit den Pets gehe ich jetzt nochmal runter in Area 75 und gönn mir da dann endlich den Rebirth Nummer 3. Angekommen in Area 75. So, auf geht's mit Rebirth 3. Wir kriegen Index Rewards. Wir bekommen eine Slingshot, mit der wir Sachen vom Himmel schießen können. Locked Rooms mit diesem Key. Dann gibt es natürlich wieder stärkere Pets. Und endlich Enchant Loadouts und Teams, Haustierteams. Coins setzen sich zurück. Ich behalte alles weitere. Rebirth und los geht's! Endlich! Endlich bin ich auch ein Super Saiyajin. Und? Wo sind meine Tons of Rewards? Da sind meine Tons of Rewards. Ich will noch mehr Tons of Rewards. Gib, da sind sie. Okay, Slingshot. Basic Coin Jar, wow. 50.000 Diamonds, da beschwere ich mich nicht. Pinata zweimal beschwere ich mich nicht. Partybox finde ich cool. Lucky Blocks finde ich cool. Large Gift Bags sind auch immer gut. Hier ist der Secret Key, mit dem werden wir gleich einfach mal in eine der Secret Areas gehen. Werde ich euch gleich zeigen. Bundle of Enchants, Bundle of Potions, Bundle of Flags und Bundle of Toys. Kriegt man halt random Zeug aus diesen Dingern raus, wenn man sie öffnet. So, meine Social Rewards claimen wir mal. Meine VIP Rewards claimen wir mal. Und jetzt müssen wir uns nochmal durchkämpfen bis zu Area 75, damit wir wieder auf den Stand von vorhin kommen. Aber das sollte nicht so schwer sein, da unsere Pets ja jetzt wirklich stark sind. Es ist natürlich so, dass wenn man so, noch nicht so viele Areas freigeschaltet hat, dass die Pets automatisch ein bisschen schlechter sind. Die passen sich an die Area, in der man ist. Das finde ich schade, aber es ist halt dafür da, dass man halt nicht einfach OP-Pets geschenkt bekommt und alles skippen kann. Also es ist in Ordnung. Noch kommen wir aber super schnell durch, brauchen keine Items, wobei ich habe immer noch meinen Coins-Trank drin, merke ich gerade. Ich kann das aber auf jeden Fall hier nutzen, mir ein bisschen was gönnen, ein paar Tränke auch abholen. Ich kann das einfach mal nutzen, um so einen Rundgang zu machen durch die Welt. Bitte Huge. Sorry Leute, ich kann euch keine Huge Pets geben, wenn ich selbst kein Fullteam habe. Ich brauche selber Huge Pets. So, Egg Machine. Komm, ich kaufe mir hier direkt aus der Egg Machine ein neues Egg. Nur eins? Für 1 Million Gems nur ein neues Egg? Das ist Wuche. Also das ist halt echt Wuche. Krank. Okay, so meine Pets farmen jetzt mal hier. Und ich guck mal, wie ich meine Pets noch besser machen kann. Ich mache mir noch ein paar Slimes. So, ich mache mir noch ein paar davon. Mini-Chests muss ich abbauen. Ich muss 18 Tier 4 Zaubertränke nutzen. Wisst ihr was? Ich werde jetzt auch 18 Tier 4 Zaubertränke nutzen. Weil warum nicht? Ich gönne mir jetzt erstmal natürlich nur Tier 4. Höher muss ich nicht gehen. Ein paar Münzen-Zaubertränke, ein paar Strength-Zaubertränke, ein paar Diamond-Zaubertränke. Für später auch noch ein paar Luck-Zaubertränke. Aber vor allem Schaden und Münzen. Oh, das waren schon alle 18. Was ich mir noch reinhauen wollte, war ein Schatzjägertrank, weil ich zeige euch jetzt mal einen neuen Game Pass, der kommt, den ich mir auf jeden Fall holen werde, egal wie teuer er ist. Neue Items sind im Shop. Genau, das neue Ultimate Pack interessiert mich überhaupt nicht. Das neue Emoji Egg ist cool, aber es ist mir zu teuer. Diese Exclusive Eggs sind mir zu teuer. Ich kann sie mir nicht kaufen. Aber was ich mir kaufen werde, egal wie teuer. Hä? Wo ist es? Hier, Super Drop, 2400 Robux, das ist so teuer. Aber es ist praktisch wie Treasure Hunter. Und das brauche ich. Ich brauche bessere Drops. Wenn man diesen Game Pass hat, dann bekommt man bessere, also hat man einfach mehr Luck, was Drops angeht. Und ich liebe Item Drops. Item Drops finde ich super geil. Deswegen kaufe ich mir das. So, direkt den neuen Game Pass gekauft für 2000 Robux. Sogar noch viel mehr als 2000 Robux. Das ist halt echt super teuer. Pets, kommt mal mit, Leute. Wir sind schon hier vorne. So, kaufen wir uns einfach mal durch. Kaufen wir uns auch hier durch. Kaufen wir uns auch hier durch und holen wir uns natürlich ein paar neue Früchte. Immer diese Früchte abholen. Wenn ihr rumheult, dass ihr nicht genug Früchte habt, dann geht ihr einfach nicht oft genug zum Fruchtautomaten. Aber wir sind gleich bei der Daycare und das ist die nächste Sache, die in dem Update neu ist. Wir kaufen uns hier erstmal ein paar Sachen. Ja, Squeaky Toys kann man sich auch kaufen, die kann man sich auch immer kaufen. Jetzt kommt nämlich die Daycare. Der Daycare Game Pass wurde gebufft. Vorher hat man sich mit dem Daycare Game Pass 10 neue Slots gegönnt. Jetzt habe ich ganze 25 extra Slots, also insgesamt 35 Daycare Slots und man kann sie sogar noch erweitern. Ich packe jetzt in die Daycare einfach mal ein paar meiner Reaper rein und zwar 35 Stück. Das ist ungewohnt. 35 Reaper kann ich reinpacken. Das gibt mir nur ein Luck Level von 35. Das ist echt wenig. Aber besser als nichts. Es ist ein Anfang. So, die Truhe kommt erst in ein paar Minuten. So lange warte ich nicht. Ich gehe einfach direkt in die nächste Area rein. Autofarm aus und auf geht's unter Wasser. So, Free Enchants, ich habe mir vorhin alles abgeholt. Ich hätte mir nicht direkt alles abholen sollen. Und hier ist es. Okay, hier ist die nächste Sache, die mit dem Update dazugekommen ist. Überall auf der Map verteilt gibt es immer 3 Gifts. Diese Gifts könnt ihr random irgendwo finden. Die Spots sind immer anders. Sobald ich eins gefunden habe, bekomme ich eine Belohnung. 75 Diamonds ist jetzt nicht besonders viel. Aber das Gift ist jetzt an irgendeiner anderen random Stelle auf der gesamten Map versteckt.
Wenn ich das nächste finde, kann ich das nächste einsammeln und krieg halt die nächste Belohnung. So, was haben wir hier? Lucky Eggs kaufe ich mir auf jeden Fall. TNT kaufe ich mir immer. Äpfel kaufe ich mir. So, den Rest kaufe ich mir nicht. Aber wir sind schon echt weit. Also bisher ist es noch nicht wirklich in Stocken geraten. Ich gehe in eine neue Area rein, warte ein paar Sekunden, dann habe ich sie freigeschaltet. Das finde ich sehr gut. Die nächste Area habe ich auch schon wieder zur Hälfte. Baue hier kurz was ab. Und dann habe ich die Area auch schon. Baut mal was ab, Leute. Jetzt farmen sie wieder. Jetzt habe ich sie wieder frei. Manchmal sind meine Pets richtig weird und bauen nichts ab. So, Leute, farmen, farmen. Dankeschön. Und dann geht's auch schnell. Wenn sie abbauen, geht's schnell. Und Leute, ich würde sagen, jetzt wird es Zeit, dass ich euch mal eine Sache zeige, die auch mit dem Update dazugekommen sind. Und zwar diese Keys. Gehen wir nochmal hier auf mein Inventar. Wir sehen, ich habe durch den Rebirth einen Secret Key bekommen. Und dieser Secret Key ist nicht so, wie wir dachten, für irgendwie Dark Matter Pets oder für eine Amethyst-Kiste oder sowas. Sondern dieser Schlüssel ist für eine von drei Secret Areas. Eine dieser Area ist tatsächlich dieses Schloss. Das andere ist der Baum, den wir kennen, und das andere ist dieser Saloon aus der Wilder Westenwelt. Und wenn man zu diesem Schloss hier hingeht, Augenblick, die Kiste will ich abbauen. Wo ist meine Maus? Da. Dann kann man diesen Secret Key ausgeben, bekommt dann, wenn man da drin ist, eine Belohnung. Also wir gehen rein, können jetzt hier einmal spinnen. Die Belohnung, oh, diesmal sind es Crystal Keys. Mal gucken, was ich bekomme. Es ist immer random, was man bekommen kann, aber ich habe eine 40... Das ist gut, ich habe einen vollständigen Crystal Key bekommen. Damit bin ich zufrieden. So. Ich habe einen vollständigen Crystal Key bekommen, gehe raus und jetzt ist es wieder verschlossen. Um dann nochmal reinzukommen, muss ich wieder den Secret Key bekommen. Und den Secret Key kann man random als Drop einfach so erhalten. Meine Pets sind noch nicht da. Pets, hallo? Jetzt baut ihr ab. Sehr gut. Bravo, Pets. Weitermachen. Und da ist das nächste Geschenk. Yeah! So, die Geschenke sind, wie gesagt, immer in random Spots. Nur weil meins jetzt dort war, heißt es nicht, dass euers dort war. Es gibt auf der Map immer drei Geschenke. Ich habe die Quest Hatch 20 Rare Haustiere. Die kann man immer sehr schnell abschließen. Ja, einen neuen OP-Trank. Gönne ich mir immer gerne. Und es war sogar eine Lucky Potion. So, blub. Nächste Area. Und die nächste Area. Und dann wieder die nächste Area. Es geht so schnell voran. Es gefällt mir. Ich brauche meine ganzen Items nicht. Ich brauche keine Tricks. Natürlich, ich habe jetzt eine Menge Tränke und so Intus. Die helfen mir natürlich auch nochmal enorm. Ich meine, dieser Trank sorgt dafür, dass ich 160% so viel Zeug habe. Und jetzt reden die darüber. Hört auf zu labern, was wollt ihr von mir? So, ich habe die jetzt gemutet. Was wollte ich sagen? Es geht super schnell. Ich gehe von einer Area in die nächste und ich muss halt echt nichts machen. Das ist das nächste Gift. Nice. Können wir uns direkt einsammeln. Blub. Und diesmal bekomme ich schon wieder 75 Diamonds. Also das ist echt nicht viel. Aber es ist ein nettes kleines Gimmick für nebenbei. Es ist nichts, wofür es sich lohnt, jetzt aktiv danach zu suchen. Aber man kann es auf jeden Fall machen. Warum nicht, ne? Und ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab vergessen, das zu sagen. Ich bin jetzt einfach bei Rebirth 3 wieder angekommen. So schnell ging's. Das ging super schnell. Und erst jetzt fangen die Pets an zu strugglen in dieser Area. Interessant. Aber ich habe ja eigentlich Pets, die auch für die Area gut sind, weil ich bin ja extra noch mal ein paar Areas vorangegangen, um dort weiter zu farmen. Also, machen wir auch weiter. Wir haben jetzt übrigens auch den Pet-Index freigeschaltet, was dann halt auch bedeutet, wir können hier auf Belohnungen gehen und ihr seht, man kriegt halt verschiedene Index-Points und kann sich dafür was kaufen. Für 400 Index-Points könnte ich mir Spinny-Reel-Tickets kaufen, finde ich cool. Viel interessanter finde ich aber, Clan-Voucher würde ich mir nicht kaufen, weil ich habe ja schon einen Clan, aber cool, dass man jetzt auch gratis einen Clan-Voucher bekommen kann. Oder ein Daycare-Slot. Das finde ich sehr cool, dass man sich Daycare-Slots kaufen kann, dass man sich eine Diamond-Fishing-Rod holen kann, welche, glaube ich, inzwischen die beste ist. Oder diese Small-Boxen. Aber das sind halt auch alles Sachen, die man aus random Drops bekommen kann. Den Index befüllt ihr übrigens, indem ihr einfach Pets collectet. Jedes neue Pet, das ihr hatcht, das ihr irgendwie in euer Inventar bekommt, das ihr vorher nicht hattet, bekommt, bringt euch Punkte. Normal bringt euch einen Punkt, Gold bringt euch einen Punkt, Rainbow bringt euch einen Punkt. Huge Pets bringen euch, glaube ich, 5 Punkte oder so, ich weiß nicht, und Titanic 10 oder 20. Also man kriegt mehr Punkte für Huge Pets und Titanic Pets, wenn man sie in seinen Index hinzufügt. So, und jetzt werden wir das Spiel einfach mal durchspielen. Und dafür müssen wir jetzt tatsächlich mal in die Trickkiste greifen. So, und die Trickkiste, die scheint zu wirken. Ich warte natürlich jetzt noch einmal, bis sie abgeklungen hat. Wollen wir schon mal die nächste Area? Ich meine, wenn ich sie mir leisten kann, warum nicht? So, und dann geht's weiter voran. Und jetzt sind wir auch schon so weit, wie wir beim letzten Mal waren, bevor wir gerebirthed sind. Und jetzt nochmal eine Area weiter. Und die sieht schön aus. So eine schöne Schatzkammer hier. Leider kann man die Sachen nicht einsammeln, obwohl sie so schön leuchten. Gönnen wir uns mal Magnet. Vielleicht brauchen wir irgendwann kein Magnet 3 Buch mehr. Vielleicht eines Tages, wer weiß. Die Area werde ich normal freispielen und in der nächsten Area gönne ich mir dann nochmal eine TNT Crate. Heißt, wenn ich da mal ankommen sollte, ich stecke gerade fest. Oh, der Server ist auch relativ voll. Oh, das könnte ich natürlich auch machen. Hier mal hier meine Äpfel reinhauen, die Dinger reinhauen. Davon 20 Stück. Hiervon noch ein bisschen.
Hiervon noch ein bisschen. Eine Coins Flag, warum nicht? Dann mache ich es noch nicht in dieser Area. Dann mache ich es erst doch in der nächsten Area. Komm, hiervon haue ich mir auch noch ein paar rein, solange ich sie noch habe. Hiervon ein paar, hiervon 20. Und damit sollte ich dann schon ein bisschen schneller farmen, denke ich. Na gut, jetzt wird es auch immer langsamer vorangehen, weil ich ja jetzt schon wieder Pets habe, die nicht für diese Area gedacht sind. Aber die Area will ich mir trotzdem nochmal freispielen. Da hinten ist übrigens ein Shiny Relic, für die Leute, die sich für die Shiny Relics interessieren. Habe ich zufälligerweise gesehen. Ich kann natürlich hier auch einmal gucken, sehe ich hier noch ein paar Shiny Relics, weil das ist ein gutes Spot, um die zu verstecken, weil hier sowieso schon alles so shiny leuchtet. Da würden die gut untergehen. Und ich kann mir echt vorstellen, dass ich jetzt schon eine auf dem Bildschirm hatte und einfach nicht gesehen habe. Das da hinten? Nee, das war einfach nur so ein normaler Spot. Die Shiny Relics, die können halt überall sein. Und ich bin echt nicht gut darin, die zu finden. Die können hier auch im Wald irgendwo hinter den Bäumen sein. Das Gute ist, um die herum ist immer so ein Glow. Das heißt, eigentlich, wenn man nach ihnen aktiv sucht, man sieht sie schon. Hier ist auch eine Abkürzung, wie schön. Die geht um die Kurve. Ah, ja, wer hätte es gedacht? Die Yellow Brick Road. Und hier ist ein Geschenk. Nice, 75 neue Gems. Hast du Rebirth? Ja klar, habe ich schon den dritten Rebirth. So. Dann gehen wir nochmal rüber in diese Area, sammeln uns hier alles ein. Blup. Und dann würde ich sagen, packe ich meine Pets einfach mal hier hin, gebe denen dann nochmal so ein bisschen Hilfestellung mit einer Hasty Flag und mit einer TNT Crate. Und sobald ich die nächste Area habe, und die nächste Area habe ich jetzt schon, werde ich mir dann auch nochmal ein paar... Ich möchte die nächste Area, please. Danke. Werde ich mir dann natürlich auch schon mal wieder ein paar der neuen Pets gönnen. Weil es kann ja nicht sein, dass es jetzt wieder so langsam hier vorangeht. Für Area 84. Blup, blup. Gut, meine Pets. Sollen wir aufhören hier zu farmen? Ich packe meine Pets hier hin. Hier gibt es wieder Free Potions. Nice. Hallo? Also, jetzt habe ich Free Potions bekommen. Gar nicht mal so gute Potions dafür, dass wir in so einer Area sind. Hier geht's, glaube ich... Also, hier sieht es so aus, als ob es hier zu einer Abkürzung gehen würde. Aber wohin sollte es abkürzen? Weil es geht echt nicht weiter. Ist da oben... Da oben ist ein Shiny Relic. Seht ihr das? Da oben. Gut, ich habe das nächste Shiny Relic gefunden. Hier haben wir jetzt einmal eine Magnet Flag raus. Und... Ich gönne mir noch mal ein paar gute Pets. So. Es hat nicht alles was mit Pay to Win zu tun. Es hat auch was damit zu tun, dass ich wirklich jeden Tag farme. Aber ja, Pay to Win macht einen Unterschied, weil deswegen kann ich hier einfach schon Rainbow Pets direkt raushatchen, die dafür sorgen, dass ich direkt sehr viel schneller farmen kann. Aber ohne selber zu farmen, würde es mir nichts bringen. So, ich habe ein paar Pets geholt. Dann gehen wir wieder in Area 83 und kaufen uns dann Area 84. So, ihr dürft hier einmal farmen. Ich gönne mir natürlich hier ein paar mehr Coins. Und wir gehen dann einfach mal hier hochklettern. Blub, 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 blub. Und gönnen uns das Shiny Relic von oben. Schön, dass man hier klettern darf. Ich finde es wirklich gut, dass sie das nochmal geändert haben. Am Anfang war es ja so, dass man in Pets Simulator 99 halt wirklich nicht an die Ränder rangehen konnte. Inzwischen haben sie die Ränder aufgemacht, dass man da einfach als Spieler rein kann. Finde ich gut so. Nächste Area haben wir schon freigeschaltet. Und dann geht es auch direkt weiter. Die Kiste hier holen wir uns direkt, weil die bringt uns schnell voran, wenn wir sie abgebaut haben. Dauert natürlich eine Weile mit dem Abbauen. Und ich gehe wieder rüber zum besten Eck. Was mich auch interessiert, haben wir schon Punkte? Oh, wir haben schon Punkte bekommen. Ich weiß echt nicht, wie diese Punkte vergeben werden. Ich habe keine Ahnung. Man muss auf jeden Fall nicht das beste Eck hatchen. Ich weiß echt nicht, wie die Punkte verteilt werden. Kommt es nur aufs Hatchen an? Ist es je seltener, die Pets sind? Ich habe keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie die Punkte verteilt werden. Wenn ich das wüsste, dann wäre es besser, eine Strategie zu machen. Ich bin mir sogar nicht mal so sicher, ob es dann wirklich sinnvoll ist, dass... teuerste Eck zu hatchen. Weil beim teuersten Eck sind die Chancen auf seltene Pets ja niedriger als bei günstigeren Eggs. Aber hier gibt's Cupcakes. Balloon Gifts, ja, die kann man dann abschießen. Du musst Unique Pets hatchen, aber was sind Unique Pets? Ich hatte eben irgendwie 600 oder 500 Punkte, jetzt habe ich immer noch 539. Also ich weiß es noch nicht genau. Wir gehen auf jeden Fall in die nächste Area und dann wieder in die nächste Area. Und hier sind wir schon. Hier ist sogar eine Magnet Flag platziert. Hier ist schon das Lucky Block Event. Okay. Und da hinten ist sogar ein riesen Lucky Block. Den bauen wir einfach mal mit ab. So, ihr farmt hier erstmal. Ich gönne mir ein paar Free Enchants. Sogar zwei Enchants kommen hier raus. Der Lucky Block braucht lange. Oh, der braucht richtig lange. Aber wir bauen den jetzt ab. Wir bauen den jetzt ab. Und damit ich den schneller abbaue, haue ich mir statt Chest Mimic jetzt einfach nochmal Stärke rein. Statt Diamond Truhe haue ich mir... Tapping rein. Die habe ich nie wirklich verbessert, die Tapping-Bücher. Und dann müsste ich mir vielleicht noch ein paar Bücher reinhauen, die einfach so... Oh, habe ich Crit... Ich habe gar kein Critical drin. Oh mein Gott, bin ich dämlich. Ich habe noch nicht ein blödes Critical-Buch drin. Natürlich, Critical. Super wichtig, wenn man farmt. Ohne Criticals geht's ja auch nicht voran. Guck mal, wie schnell das jetzt geht. So. Okay, und wir sind langsam soweit. Gleich haben wir den Lucky Block abgebaut und es wird sich... Da kommen weitere Lucky Blöcke raus. Was soll denn das? Ah, okay, wir bauen die nächsten Lucky Blöcke ab. Aber ich kann mir direkt die nächste Area kaufen. Steht da, ich kaufe sie mir auch mal schnell. So. Und die nächsten Lucky Blöcke gehen auch nicht viel schneller. Mann! So, ich mache jetzt aber schnell noch die nächsten Areas hier. Die kann ich mir noch nicht kaufen. Mal gucken. Baut mal ab, Leute. Baut mal ab, Jungs. Ich glaube an euch, ihr macht das. Es kann doch nicht wahr sein. Aus dem großen Lucky Block kommt kleine, oder was?
Die klaren Punkte sind nicht für Huge und Titanic Pets. Ich habe keine 500 Huge Pets gehatcht, seitdem der Stream losging, Leute. So, und da kommen dann natürlich nochmal kleinere Lucky Blöcke raus. Ist ja klar. So, aber aus den kleinen müssen jetzt Belohnungen rauskommen. Ey, das kannst du mir nicht erzählen. Wenn hier jetzt wieder noch kleinere rauskommen, das wird schon nicht passieren. Und... So, da kommen Lootbags raus und... Die sind gar nicht mal so gut. Ich bin enttäuscht. Die nächsten baue ich nicht ab. Aber wir gucken einmal kurz ins Lucky Block Minigame rein. Weil vielleicht sind da auch schon Felix und Victor drin. Hier war noch niemand drin oder was? Victor, warst du noch nicht im Lucky Block Minigame drin? Nein, ich bin immer noch am Buddeln. Ach so, ja, ich kann immer noch nicht buddeln. Ich habe die normale Dickzeit nicht durchgespielt und deswegen habe ich keine Schaufel, ja, die gut genug ist. Ich habe Felix eine Schaufel gegeben. So, dann konnte er ein bisschen buddeln. Aber ich habe gleich die 4 Millionen Dollar die dritte Schaufel. Dann kann ich vielleicht endlich ein paar Pools finden. Ich gehe hier gerade durch das Lucky Block Event durch und das geht richtig schnell. Als ich angefangen habe, dich zu fragen, war ich bei 0. Jetzt bin ich schon bei 2000 von 10.000, sehe ich gerade. Die haben das auf jeden Fall geändert. Auf den Promotional Screenshots waren 5000 Punkte, die man bekommen musste. Jetzt sind 10.000. Das würde ein Hater sagen. Ja, das sage ich als Hater. Tja, ich gehe jetzt erstmal schaufeln. Jo. So, ich baue jetzt einfach mal gezielt die pinken Blöcke ab, weil die pinken Blöcke sich am meisten lohnen. Leider ist man echt langsam. So, wenn man die Sachen abbaut, dann bekommt man auf jeden Fall hier ein paar Gems. Auch gar nicht mal wenig Gems, Leute. Man bekommt wirklich nicht wenig Gems. Guck mal, ich habe jetzt schon 5000 Gems bekommen in der Zeit, in der ich hier abbaue. Das gefällt mir. Man hat nicht seine ganzen Pets zur Verfügung. Es ist eher so wie das Team, das man in... Oder? Doch, doch, man hat seine ganzen Pets. Ich habe sie nur nicht gesehen, weil die eben noch beschäftigt waren. So, die Hälfte habe ich geschafft. So, ich hoffe immer noch auf irgendwie so ein Diamond, so ein Rainbow-Block. Man bekommt auch noch Drops raus. Komm, gib mir Drops. Man bekommt viele Drops und man bekommt viele Gems. Das lohnt sich eigentlich. Das Minigame ist cool. Also hier kann man wirklich drin farmen. Das wird wahrscheinlich, das wird garantiert noch tot genervt, Leute. Das wird garantiert noch tot genervt. Aber jetzt, wo es rauskommt, ist das Minigame wirklich gut. Die ganzen Drops, die ich bekomme, das sind alles Rare Drops. Man farmt da oben das Rare Item Drops Event ziemlich schnell voll. Und man bekommt zusätzlich noch ziemlich schnell Gems. Ich habe hier schon wieder 3000 Gems bekommen. Hey, das ist mega gut. Das ist eine Gem- und Item-Farm zugleich. Und dafür braucht man keinen VIP-Game Pass. Also die VIP-Area, die kann jetzt einstecken. Guck mal, da hinten ist schon wieder, da ist ein... Oh, geil. Schaut euch das an, ein Epic-Item. Und ich habe jetzt Rare-Item-Drops. Okay, ich habe es freigeschaltet und da ist jetzt ein schwarzer Lucky-Block. Wird einfach ein... Ach so, ein schwarzer Lucky-Block wird gespawnt, wenn man die 10.000 Punkte bekommt. Und wenn man den abbaut, kriegt man dann Rare-Items, oder wie? Gut, wir bauen den einfach mal ab. Und dann schauen wir mal, ob es sich lohnt, den schwarzen Lucky-Block abzubauen. Geil. Es dauert aber schon eine Weile. Aber wir sind gleich durch. Und dann werden wir erfahren, lohnt es sich, den schwarzen Lucky-Block abzubauen in der Lucky-Block-Area? Wir haben ihn gleich abgebaut. Und schon ist er abgebaut. Ich bekomme... Oh, ei, oh! Ich bekomme eine Menge Drops, sogar ein Schatzjäger 4 Buch, was ziemlich gut ist. Das lohnt sich auf jeden Fall. Dafür, dass es so schnell geht, ich habe jetzt schon wieder 1000 von 10.000 Punkten zusammen. Man kann in der Lucky Block Area richtig gut farmen. Also bisher geht eine Empfehlung raus. Mal warten, wie schnell es genervt wird. So, wir machen jetzt aber erstmal wieder weiter mit dem normalen Durchspielen des Spiels. Dazu sollte vielleicht auch gesagt sein, dass man nur 15 Minuten am Stück hier drin sein kann. Boah, ich werde auf jeden Fall in der Lucky Block Area farmen. Wenn der Stream vorbei ist, steht mein Charakter hier. Wir bekommen dann zu den Lucky Blocken. Hier. Kann ich da nicht mehr rein? Oh, Ablenkzeit, die ist auf Cooldown. 3 Stunden, man kann nur... Oh, wenn man rausgeht, darf man nicht mehr rein für 3 Stunden. Okay, das ist schade. Aber es ist auch gut zu wissen. Die Kiste bauen hier auch mal schnell ab, ne? Die gönnen wir uns. Was ist denn das hier für ein Altar, für ein Podest, für ein... wie nennt man das nochmal? Pavillon? Und warum sieht das von oben so boring aus? Und warum ist hier ein Shiny Relic, Leute? Unfassbar, ich bin schon 50 Minuten im neuen Update drin und ich habe es noch nicht durchgespielt. Das ist nicht euer Ernst. Ich habe gerade eine TNT-Crate rausgehauen und ihr habt nichts abgebaut. Was ist das? Hä? Noch eine TNT-Crate. Oh mein Gott, ich muss mir wirklich neue Pets holen. Meine Pets sind überhaupt nicht für diese Area gemacht. Die TNT-Crates machen keinen Schaden. Ich hau noch eine TNT-Crate raus. Ich wollte mir in der nächsten Area neue Pets holen, aber was ist das denn hier? Okay, letzte TNT-Crate. Ja, komm, jetzt gehen die ersten Sachen endlich kaputt. Wow, aber wir kommen halt trotzdem nicht voran. Na gut, noch eine TNT-Crate. Vergesst es, dass ich letzte sagte. Hä? Was war das? Eben. Ach, das war Gott, der sagte, ich soll noch meine TNT-Crate rausholen. Okay, dann halt noch meine TNT-Crate. Schon bitte. Ich will die nächste Area freischalten, bevor ich mir neue Pets kaufe. Bitte. Please. Übrigens, während ich hier gerade abbaue, kann ich euch ja mal darauf hinweisen, dass wir mit unserem Clan gerade in den Top 20 sein müssten. Ja, in den Top 25 sind wir. Und wir wollen natürlich mal wieder Platz 1 werden. Dafür braucht man natürlich die besten und aktivsten User, die ganze Zeit am Hatchen sind wie verrückt. Also fangt an, wie verrückt zu hatchen, Leute. Danke. Die nächste Area ist da. Meine Pets können jetzt hier farmen und ich kann mir jetzt erstmal, warte, erstmal natürlich wieder eine Magnet Flag gönnen und dann teleportieren wir uns zurück zum Anfang. Los geht's. Egg Nummer 105, wir sind schon sehr nah am Ende und das sind die Pets, die wir rausziehen können. Dann machen wir das einmal, ich kann nur 41 kaufen.
Dann bin ich schon pleite. Okay, 41 haben wir gehatcht. Kriege ich dadurch irgendwie mehr Punkte. 539 habe ich. Wir merken uns einfach mal 539. Ich weiß halt echt nicht, wie die das meinen mit Unique. Ich habe keine Ahnung. Und hier steht Booths. Habe ich eine neue Booth bekommen? Welche dieser Booths ist neu? Die hier? Hippo Melon Booth? Habe ich eine Hippo Melon Booth bekommen? Wodurch? Durch ein Achievement wahrscheinlich. Aber welches? Welches Achievement hat gegönnt, Leute? Wahrscheinlich sehe ich es auf dem... Hier. Weil ich Früchte gegessen habe. Stimmt, das habe ich mitbekommen. Ich habe Früchte gegessen. Und dann kam so Konfetti und ich dachte, okay, vielleicht ist das wegen einer normalen Quest. Okay. So, hier gönnen wir uns nochmal ein bisschen was. 546. Ich glaube, es ist wirklich, welche Pets man hatcht, die man vorher noch nicht gehatcht hat. Dass man die ersten paar, 1000 Punkte wahrscheinlich sehr schnell bekommt. Und dann geht's sehr langsam voran. Das heißt, wenn ihr wirklich viele Punkte bekommen wollt, dann müsstet ihr aus jedem Egg irgendwas hatchen. Euren Index einfach vervollständigen, während ihr in unserem Clan drin seid. Hm. Wenn das wirklich so ist, dann werden wahrscheinlich die Clans gewinnen, die am meisten Zweitaccounts im Clan durchpushen oder so. Oder nicht? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich muss mich damit nochmal genauer beschäftigen. So. Ich denke, ich habe jetzt aber erstmal genug gehatcht. Ich gehe jetzt wieder zurück in Area 92, weil wir müssen uns mal ein bisschen weiter voranfarmen. So, kaufen wir uns direkt die nächste Area. Da ist übrigens Advanced Fishing. Habe ich noch gar nicht gesehen, das ist Advanced Fishing. Und da ist Area 95. Wir kommen endlich im Himmel an. Aber bevor wir in den Himmel gehen, wir sind eigentlich schon ziemlich im Himmel, gönnen wir uns von hier oben natürlich das Shiny Relic. So, es leckt halt wirklich. Congrats. Ja, Shiny-Chancen sind verstärkt. Und Advanced Fishing kann ich dann ja wirklich mal machen. Endlich. Fishing Merchant sagt 40k. Kann ich mir gönnen. Ja, dann hole ich mir die Platinum Rod. Und mit der werde ich jetzt einfach mal fischen gehen. Ah, man muss einfach nur tappen. Ah, okay. Das ist ja... Dann finde ich das blöd. Dann ist es ja nur noch dummes Gespamme. Das ist leichter zu automatisieren, aber das gefällt mir dann gar nicht. Nee. Vor allem, weil es ziemlich random ist und vor allem, weil jetzt alles despawned ist. Ich glaube, der Server ist geshutdowned. Oder Roblox ist weg, ich weiß es nicht. Das Minigame ist weg, Felix ist da hinten. Okay, ich gehe zurück nach Hause. Ich weiß nicht, was abgeht. Ich weiß nicht, was abgeht. Ich mache jetzt einfach weiter, Leute. Ich mache jetzt einfach weiter. Es gibt einen Overload-Charm. Ja, wir haben uns das schon alles angeguckt, was es gibt. Augenblick, wir müssen mal rauf auf die Akropolis. Ich kann nicht auf die Akropolis, nein! Mensch, das war das erste Gebäude, auf das ich mich gefreut habe. Darf ich wenigstens darauf? Nein, ich darf nie das haben, was ich möchte. TNT. Ah ja, TNT geht sogar voran. So, Area 95 ist freigeschaltet und wir sind dann endlich hinter den Heaven's Gates angekommen, wobei da hinten die nächsten Heaven's Gates sind. Das war wahrscheinlich erst das erste Heaven's Gate. Hier ist die erste neue Boss-Chest und die Boss-Chest braucht ziemlich lange. Ich glaube, es lohnt sich jetzt nicht, an der zu farmen, oder? Soll ich machen? Und ich glaube, ich kriege gerade Unterstützung, wie es aussieht. Mit der Unterstützung geht es natürlich nochmal ein bisschen schneller. Sehr viel schneller sogar. Es geht auf jeden Fall doppelt so schnell gerade. Dann mache ich es. Ich meine, jetzt habe ich das eh schon ein Viertel abgebaut. Jetzt haben wir endlich die neue Boss-Chest abgebaut. Und, naja, immerhin haben wir ein paar Coins bekommen. Immerhin haben wir die nächste Area direkt freigeschaltet. Das wäre echt traurig, wenn wir es nicht geschafft hätten. Aber die übernächste Area haben wir noch lange nicht. Ich glaube, ich gönne mir direkt mal wieder ein paar Pets. Also hau ich nochmal eine Magnet Flag raus und gehe nochmal hoch, um mir ein paar neue Heavens Pets zu holen. Oder was werden das jetzt für Pets sein? Wie in der Fantasy-Welt wahrscheinlich, oder? Ja. Ja, genau wie in der Fantasy-Welt. Da haben wir sie. Aber es gefällt mir, dass ich gerade schon ein paar seltene Pets gezogen habe. Wie ihr seht, einfach schon ein paar Angelus gezogen. Warum denn auch nicht? So, dann gehen wir wieder zurück zum Heaven. Wie findest du das Update? Ich finde das Update schön. Es bringt mir sehr viel neuen Content. Und auf jeden Fall sehr viel neue Arbeit, die ich machen muss. Ah, das gehört nun mal dazu. Simulatoren in Roblox sind immer Farming. Und was ist das denn hier? Kann ich da rein, please? Vielleicht kann man da in Zukunft irgendwann rein, wer weiß. Aber jetzt auf jeden Fall noch nicht. So, direkt in die nächste Area rüber. Oh, mit den Heavens Pets baue ich hier auch ziemlich schnell ab. Auch hier geht es noch relativ schnell voran. Das gefällt mir auch. Das ist nice. Die Pets sind gut. Wie stark sind die Pets jetzt eigentlich? Ein Angelus hat einfach 9,7 Millionen Stärke in Rainbow. Finde ich gut. Einfach mal so zum Vergleich. Das beste Pet, das ich vorher hatte, war ein Rainbow Imp. Hier, mit 800.000 Stärke. Na gut, es gab hier noch den Corgi, den ich in Shiny Rainbow hatte. Der war nochmal ein bisschen stärker. So, wir haben die nächste Area frei. Gönnen uns jetzt natürlich das letzte Upgrade, das es gibt. Und zwar das Diamond Upgrade für 100.000. Ich hoffe, es lohnt sich. 5% Diamond Drops. Das erhöht meine Diamond Drop Rate oder einfach nur die Diamonds, die ich von Drops bekomme. Aber wir sind jetzt auf jeden Fall am Ende des Regenbogens angekommen, weil da hinten ist der Regenbogen offenbar vorbei. Ich lasse meine Pets hier mal farmen. Und wir gucken mal. Vielleicht gibt es in einem zukünftigen Update die Möglichkeit, zum Mond zu fliegen. So, preparing for launch. Okay, im Pet Simulator 1, falls ihr das noch nicht wusstet, war nämlich die erste Welt, die rausgekommen ist, die nach der normalen Welt kam. Also richtig Welt, meine ich. Der Mond.
Und in Pet Simulator 99 habe ich auch erst gedacht, dass es zum Mond gehen würde, aber nein, es ging in die Fantasy-Welt. Jetzt hatten wir die Fantasy-Welt praktisch hinter uns. Wir hatten eigentlich alles Mögliche in der normalen Welt. Und das sieht so aus, als würde es jetzt wirklich im nächsten Pet Simulator-Update zum Mond gehen. Das wird natürlich noch ewig dauern, bis das kommt. Und ich finde es gut, dass Pet Simulator sich inzwischen die Zeit nimmt, die Updates groß und umfangreich zu machen, damit man halt auch wirklich was für seine Wartezeit bekommt, damit das Update auch wirklich spielbar wird. Und ich finde es geil, dass die Pets inzwischen so gut abbauen können. Das macht gerade Spaß, das Farming hier. Ich komme gut voran. Falls ihr eine andere Idee habt, wo es hingehen könnte, dann schreibt sie mir natürlich auch gerne in die Kommentare, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es zum Mond geht. Diese Magic-Maschine, die werde ich mir erstmal noch nicht anschauen, weil wir haben eben schon bei Victor und Felix gehört, aktuell lohnt es sich nicht wirklich dafür zu farmen. Wahrscheinlich lohnt es sich eher, sich die Sachen auf dem Trading Plaza zu kaufen, anstelle die Zeit wirklich da reinzustecken. Aber das war das Pet Simulator 99 Update. Ich habe es jetzt praktisch durchgespielt. Es gibt natürlich noch viele Sachen, die ich machen kann. Ich habe euch auch noch nicht diese Kisten gezeigt, aber das sind einfach nur Kisten, in die ihr 100 Items oder Pets reinpacken könnt, um euer Inventar zu sortieren. Die müsst ihr nicht für 100 Robux kaufen, die könnt ihr auch als Drops bekommen, sind aber natürlich vergleichsweise selten, wie auch die Clan-Voucher-Dinger, die Spinny-Wheel-Dinger, die Booth-Slots. Kann man einfach so bekommen, bekommt man aber eher selten. Habt ihr noch irgendwelche Fragen zum Update? Wenn ja, dann schreibt sie in die Kommentare. Wenn nein, dann klickt auf das Video, das hier eingeblendet ist. Bis dann und ciao!